So viel kann ich euch versprechen, das wird heute spannend. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft zu einer weiteren Folge Craft Attack 11. Ihr kennt doch bestimmt Gomme und ihr bestimmt kennt auch Space. Die beiden haben sich ein bisschen in die Haare gekriegt, weil Gomme irgendwie den Kopf von Space geklaut hat, dann hat irgendwie Space den Kopf von Gomme geklaut und irgendwie weiß keiner, wer jetzt wem seinem Kopf gehört und wie auch immer. Und wir waren mit beiden auf einer Tour und dann kam plötzlich eine ganz verrückte Idee auf und diese Idee wurde immer verrückter und dann kam es schließlich zu einem Turnier. Gomme versus Space. Wer wird gewinnen? Falls ihr es noch nicht wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ratet mal, gebt dem Video einen Daumen hoch und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem wirklich unglaublich spannenden Kampf der Titanen. Trollolol! Oh Gott. Okay. Ey, der kam Trollolol. Oha! Tatsache! Hast du es gehört? Da kannst du nochmal draufpacken. Ja, warte, ich brauche noch einen zweiten am besten. Ich könnte mir den kurz holen, ne? Nee. Nee, okay, ihr seid even, ihr könnt das nicht. Ihr könnt euch nicht gegenseitig killen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ihr seid halt gleich gut, ne? Es sind halt ein Herz und eine Seele. Was ja wirklich spannend wäre, wenn ihr beide ein. Also quasi, wenn wir jetzt sagen. Haben wir gemacht, ja? Nein. Wir haben ein gleiches Equipment-Fight und so. Haben wir schon mal gemacht. Ich rede jetzt wirklich von einem Boxkampf. Also. Das Boxevent, wann wird. Es gibt ja gar. Wollen wir jetzt einen Boxkampf machen? Die Regeln sind ganz einfach. Ihr zieht alle Items aus, ihr heilt euch einmal komplett und ich sag dann Go und aufs Go kämpft ihr euch mit Fäusten, bis einer weg ist. Keine Totems. Machen wir morgen. Wir sind nicht jetzt. Wir sind nicht jetzt. Nein, nichts Vorbereitung. Da gibt's nichts vorzubereiten. Na, was ist da vorbereiten? Vorbereiten schon wieder psychisch, Space. Psychisch muss man sich da vorbereiten. Traust dich? Wenn man Box. Komm, das wäre ein Event. So? Wir machen das jetzt hier. Boxring. Na, morgen mit nein, Boxring und nein. Richtig professionell. Ach, Quatsch. Doch, natürlich. Nix Boxring. Wir nehmen ein paar Zäune und vorne quasi so, ein kleines Dings ab. Willst du boxen? Nö. Ja, ich wäre dabei bei so einem Boxkampf. Ja, komm. Space auch? Traust du dich? Nee, morgen. Morgen will ich da Lust. Ich würde gerne. Guck mal hier, Hallo? Joe. Guck dir das an. Guck mal. Und mit dem hängst du ab. Der Gommekopf färbt ab, ne? Ich bekomme plötzlich richtig schnell Angst, ne? Er hat wirklich Angst. Er hat weh. Space, das wäre die Gelegenheit. Wir könnten das sogar rein theoretisch. Echt auf dich ab. Theoretically könnten wir theoretisch sogar hier spielen. Wir machen einfach den hier, quasi, wir sperren das hier ab, hier ab, hier. Space. Ihr dürft nichts kaputt machen. Wir sperren nochmal hier ab, so. Und dann, ihr müsst alle eure Items ablegen. Das können wir einmal validieren und streamen, dass ihr alles abgelegt habt. Macht es in Ender-Chests rein oder so. Und dann stellt euch in die Ecken und dann sage ich 3, 2, 1, go. Und dann wird quasi bis. Er traut sich nicht, Joe. Ich habe Angst, Du wärst dabei, Gomme, oder? Ich wäre, na klar. Ich muss leider offline. Das ist ungünstig. Warte mal kurz, warte. Ey, runter von der Theke. Komm, warte mal, hilfst du mal ganz kurz eben. Ich hab was, warte mal, wo ist das? Ist das da oben? Nee, da? Hä, wo? Hier ist der Eingang. Nein, warte, hier? Nein, da. Ich suche die Ehre von Martin, die ist irgendwo. Ich glaube, ich keine Ahnung, wo ist die? Was? Hey! Ich weiß auch nicht, wo die ist, ey. Och, Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Wir fragen einfach mal den Chat. Chat, möchtet ihr das Event sehen? Vor allem Chat von Space. Möchtet ihr jetzt Space vs. Gomme sehen? Weißt du, das Ding ist, wenn ihr euch beiden auf das vorbereitet, das ist doch lame. Dann überlegt euch Strats und so. Eigentlich muss es jetzt sofort passieren, weil das ist der fairste Kampf. Wenn ihr beiden nicht vorbereitet seid. Ja. Ja. Ich trau dem ganzen Braten nicht. Ich werde es kontrollieren. Also nochmal, ihr müsst alle eure Items ablegen. Ich verwahre auch die Items als. Unparteiisch ist kein Scheiß, also ich schwöre, weil ich habe ja null Tode. Ich riskiere es nicht, irgendjemand von euch in Angry zu machen. Ich verwahre eure Items, ja? Ihr legt den Schalker-Boxen, ich kontrolliere beide Streams, ich öffne eure beide Streams, ich bin Schiedsrichter und ich sorge dafür, dass ihr die gleichen Ausgangslagen habt und auf mein Zeichen beginnt ihr den Kampf. Ja! Und um was kämpfen wir? Um den Kopf. Um den Kopf. Und, ja. So, pass das auf. Das weiß ich nicht. Um den Kopf, das ist schon heavy. Ja, Komm. Eben. Space kann, genau, Space hat die Chance, einen Gomme-Kopf zu bekommen oder Gomme bekommt einen Space-Kopf. So, ist auch was? Das. Ist nein! Doch! Er will ja mal den Kopf hier. Er will ja den Kopf. Ja, den Kopf, genau. Er will und ja meinen Kopf noch, gar nicht. Und den Space-Kopf kriege ich noch oben drauf als Trophäe. Den hattest du schon mal. Den bekomme ich als Trophäe oben drauf. Komm mal, ein Kopf nur für den Gewinner. Nur ein Kopf für den Gewinner. Du musst dich dann entscheiden, ob du Space-Kopf haben möchtest oder deinen Kopf haben möchtest. Also, dann so viel fair müssen wir sein. Ja, natürlich den hier will er. Ja, dann kriege ich den natürlich wieder. Das ist ja der Geklaute. Ja. Ich möchte meinen Kopf wieder haben. Okay, aber das Ding ist, wenn Space gewinnen würde, dürfte Space den Kopf behalten und du würdest auch keinen Anspruch mehr haben. Er kriegt dann sogar, ja, und er kriegt sogar noch einen zweiten da. Also einen zweiten Kopf kriegt er ja auch okay, dann noch. Okay, ich halte das wirklich für eine faire Sache. Also,
Dann würde ich Folgendes sagen, bitte, ihr beiden müsstet euch einmal ganz kurz eben dann die, ne? Ihr könnt die Items auch gerne an mich übergeben. Es geht noch nicht los. Es geht noch nicht los. Es geht noch nicht los, okay? Ruhig. Ja, dann. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass ihr beide die gleiche Ausgangslage, was Nahrung angeht, habt. Deshalb, ich würde euch jetzt einmal kurz eben hauen, bis ihr Nahrung braucht, okay? Ich will euch hier nicht irgendwie Schaden zufügen. Also jetzt hab ich einen halben Hungerballen gefällt mir jetzt gerade. Gucken, was besser ist. Genau, halben. Perfekt, halber jetzt Hungerball. Gibt der Kopf eigentlich Armor? Nein, wir haben gerade gefragt, deswegen tatsächlich. Okay, ja, ich hab nicht. Aber darum geht's ja, den muss ich ja aufbehalten, ne? Das ist ja wichtig. Okay, Gomme halt noch nach. Siehst du, wie ich mich hier warm springe? Ich mach mich richtig warm, ja, ganz warm. Ja, okay. Komm noch her hier. Ja, okay, ich bin, Gomme halt auch noch bereit, mein Lieber. Ja, warte. Ah, jetzt, okay. Ja, ja. Jetzt hab ich, ich hab schon eineinhalb verloren. Ja, Kacke. Nee. Okay, genau, perfekt, weil das Ding ist, goldene Karotten füllst immer komplett auf. So, du hast wie viel Herzen hast du Schaden, Gomme? Ein halbes Space hat auch ein halbes, perfekt. Das heißt, ihr dürft jetzt einmal eine goldene Karotte essen, dann seid ihr beide nämlich auf dem gleichen Niveau, okay? Ja. Alles klar. So. Dann. Also, ich werde jetzt die Regeln erklären. Wir spielen jetzt ein faires Box-Event. Das heißt quasi, ihr dürft diese Arena nicht verlassen, ihr dürft nicht irgendwas kaputt machen, nicht das Glas kaputt machen. Hast du einen Respawn-Point gesetzt? Habt den Bett. Hier, ich habe da meins gestellt. Genau, jetzt packt euch einen Respawn-Point einmal eben rein. Seid ihr soweit prepared? Ich bin ready. Genau. Jegliche Form von Combat Lock und so ist verboten. Also quasi nicht ausloggen, einloggen. Schade. Das wird als sofortiges Verlieren gewertet. Auf das Zeichen Go geht es sofort los. Ihr dürft die Karotte jetzt einmal essen. Beide. <Mein Gott>. Man merkt die Spannung, okay? Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Dann beginnt der Kampf. Ja, ich bin bereit. In 3, 2, 1, go! Oh! Ich komme! Was denn? Langsam wird man hungrig! Oh! Oh, ist so knapp. Es ist richtig knapp. Halbes Herz! Halbes Herz! Halbes Herz, tatsächlich. Ein halbes Herz bei Space. Halbes Herz! Oh mein Gott! Ah, ciao! Ihr 35 Level! Joho, meine Damen und Herren, damit habe ich alle Köpfe. Damit bin ich glücklich. So. Nein! Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute! Okay, komm mal. Du weißt, was dein Ziel ist, oder? Du Spaß. So ein... Ey, was stellt denn ihr an? Oh mein Gott. Alter, ich weiß genau, wo ich die Schläge verfehlt habe, da im Mittelpunkt, im mittleren Part vom Kampf. Aber du hast echt zwischendurch eine gute Kombo gesetzt. Es war richtig gute Kombo am Anfang. Okay, also Space, hier, hier und hier. Pass bloß auf, wo du vielleicht in den nächsten Tagen hintrittst. Oh mein Gott. Ich will an deiner Stelle genau aufpassen. Ja, Hugo kann Schritt. Ein Lied kann ein Lied singen, glaube ich. Ja, genau. Denk nur mal an Hugo und so. Und an Manhunt. Das tut immer Na gut, mehr. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Ich mache mal hier ein wenig Aufräumarbeiten. Hat Spaß alles gemacht. Alles klar. Same. Dann, man sieht sich. Bis dann. Bis dann.